Hallo Fans und Freunde der Vienne zu einem Vlog-Spezial, das heute wieder ein kleines Plauderstündchen werden an diesem gemütlichen Sonntagnachmittag. Ja, diesen Common Vienna Vlog-Spezial möchte ich gerne öfters machen, um euch am neuesten Stand zu halten, was bei Common Vienna so Neues passiert, was ich gerne machen würde, was ich so vorhabe. Natürlich möchte ich gerne eure Kommentare kommentieren, also wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, mir sagt, was euch gefällt oder vielleicht weniger gut gefällt, dann bitte her damit, schreibt es mir hier unten in die Kommentare bzw. auf Facebook, abonniert den Kanal, Glocke drücken, damit ihr immer am Laufenden seid und auch hier immer up to date euch natürlich einbringen könnt. Denn Common Vienna, das soll eine Plattform sein für uns alle, für die Fans des ältesten Fußballvereins Österreichs, unserer Vienna, und da wäre es natürlich toll, wenn wir gemeinsam das neu gestalten und neu erleben, und das wäre natürlich super, wenn ihr euch hier einbringt, so wie die Sandra zum Beispiel. Die Videos von Stefan sind immer schön cool gemacht. Danke Sandra. Erodero, geiles Video wieder mal. Super, ich gebe mir Mühe. Es steckt auch relativ viel Arbeit in den Videos drinnen. Also super, danke für jedes Lob. Gibt mir natürlich Selbstvertrauen und pusht meine Arbeit. Stefan Krohn, sehr informativ, gut gemacht. Danke Stefan. Hubert Haunold schreibt, Kompliment, tolle Beiträge. Ja, das möchte ich natürlich auch wieder forcieren. Es soll auch wieder Fangespräche geben. Vielleicht in der Zeit, wenn es nicht so viele Spiele oder Trainingsspiele, Matches gibt, dann werde ich wieder öfters Fangespräche bringen. Es ist auch schon die Kritik gewesen, dass wenig Damen, also Frauengespräche sind. Auch das möchte ich gerne forcieren. Und natürlich auch den Frauennachwuchs möchte ich gerne ein bisschen mehr porträtieren. Möchte ich gerne auch euch informieren über alles, was auch so abseits der Matches passiert bei den Vienna Fans. Und da gibt es natürlich ein ganz großes Thema demnächst, und zwar das Vienna Fan-Fotobuch. Danke an alle, die mitgemacht haben. Natürlich habe ich auch eure Texte nicht vergessen. Danke an den Gassi, dein Text ist jetzt endlich dabei und damit sind wir komplett. Es gibt also zu jedem Bild einen Text, mal mehr, mal weniger. Und ich habe aber noch ein bisschen überlegt, wie man das Buch ein bisschen ausbauen könnte. Und ja, bin da auf ein paar ganz gute Fotos gekommen aus den letzten 5 Jahren. Wie euch aufgefallen sein wird, bin ich ja die letzten Jahre mit der Kamera fleißig unterwegs gewesen. Und da sind schon einige Bilder zusammengekommen. Und die fließen jetzt auch in dieses Buch ein. Also es wird ein wirklich schönes Gesamtpaket mit tollen Bildern. Und ja, ich bin ganz stolz drauf. Was ich schon gesehen habe, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und die Karin sitzt fleißig dran und baut an diesem Buch, macht das Layout, bringt das in einen schönen Rahmen. Und ja, Präsentation, ganz großes Thema. Danke an viele, viele Ideen, die ihr eingebracht habt. Ein paar Sachen habe ich auch angefragt, Lokale zum Beispiel, aber die waren eher weniger begeistert, beziehungsweise waren halt manche Lokale eben schon ausgebucht. Anfang Dezember ist eben eine schwierige Zeit, speziell so Freitag, Samstag eine Veranstaltung zu bekommen. Klar, Weihnachtsfeiern und so weiter. Meine Lieben, tatsächlich, ich habe einen Sponsor gefunden. Ja, es gibt einen Vienna-Fan, Details werden noch folgen, der hier sich finanziell ein bisschen einbringen möchte. Und dazu sage ich mal ein ganz großes Dankeschön. Denn selbst wenn wir das alles hier, die Karin und ich, hier freiwillig machen und auf freier Basis, es fließt nicht nur wahnsinnig viel Zeit und Energie dort hinein, sondern auch wenn man lowest budget fährt, fließt ein wenig Geld hinein. Und umso toller ist es, wenn sich jemand gefunden hat, der sagt, ja, ich gebe euch ein bisschen Kohle dafür. Dafür gibt es natürlich auch ein bisschen Werbung für den Sponsor, ganz klar. Selbstverständlich werde ich hier im Buch, hier auf den Seiten und auch bei den Videos ein bisschen Werbung machen für diesen Sponsor. Dafür gibt es halt genug Geld, damit ich auch den Preis des Buches gering halten kann. Also wenn ich jetzt wirklich eins zu eins das verlangen würde, was das wert ist, dann würde das Buch endlos viel Geld kosten, zu viel Geld vielleicht, dass sich das nicht jeder leisten kann. Und das wäre natürlich wahnsinnig schade. Gratis kann ich es nicht machen, das geht beim besten Willen nicht. Aber ich kann durch diesen Sponsor den Preis sehr gering halten. Das heißt, ich kann hier eine Vorbestellung machen und dadurch mit der Mengenware, also mit diesen Massenbestellung, die nicht irrsinnig groß ist, aber doch mit dem Mengenrabatt,
kann ich hier den Preis hier sehr gering halten oder zumindest ein bisschen runtersetzen, und den gebe ich natürlich an euch weiter. Und das macht mich besonders stolz, nämlich ich möchte ganz gerne auch einen gewissen Betrag oder einen gewissen Prozentsatz vom Verkauf, direkt vom Verkauf des Buches, in den Nachwuchs der Vienna stecken. Und zwar möchte ich gerne die Damenmannschaft sponsern mit einem gewissen Betrag, der aus dem Erlös des Buches, also dieses Fanfotobuches, herauskommt. Das heißt, wenn ihr das Buch kauft, dann sponsert ihr auch damit die Damennachwuchs. Und ja, das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, wie ihr schon gemerkt habt, und möchte ich hier eben etwas weitergeben. Ich möchte natürlich wahnsinnig gerne mehr machen für den Nachwuchs. Ich finde, dass die Christa Heinzel einen ganz, ganz tollen Job macht. Ja, ich weiß, manche halten sie für sehr, sehr streng, aber wenn ich etwas als Lehrer gelernt habe, dass man nicht mit den meisten Schülern befreundet sein kann, sondern es geht darum, etwas weiterzubringen und etwas voranzutreiben, und das geht halt oftmals nur, wenn man eben streng ist und dann auch den nötigen Druck erzeugt. Und ich finde, die Christa Heinzel macht das ganz, ganz toll. Ein großes Kompliment von mir an sie, und dieses Projekt Nachwuchs, und es hat ja auch dieses Jahr schon Früchte getragen, danke auch an den tollen Trainer, an den Aschot, möchte ich gerne weiterhin unterstützen, nicht nur medial, sondern wie in diesem Fall hier auch finanziell, damit da auch was weitergeht. Und ich hoffe, ihr seid da dabei und unterstützt mich dabei, den Nachwuchs zu unterstützen. Mein heutiger Kammern-Vienna-Gruß geht nach Lübeck. Ja, 978 Kilometer von der Hohen Warte weg gibt es auch Vienna-Fans. Danke an euch für diesen tollen Schall. Und Jan, das, was du mir erzählt hast, ganz, ganz tolle Idee, und mach bitte weiter an dieser Geschichte. Es klingt toll, und ich glaube, das wird auch super funktionieren, und ja, super, dass es eben Vienna-Fans außerhalb von Österreich gibt, die auch wirklich so engagiert sind, und kann man Vienna, weiter so. Ja, es gab schon einige Meinungen zu meinem Kanal. Ein paar Leute von euch hat es eben sehr, sehr gut gefallen. Ein paar haben gemeint, ja, es wäre auch nett, wenn es mehr Gespräche während des Matches gibt. Auch nach dem Match vielleicht ein paar Meinungen zu den Situationen während des Matches. Muss ich ganz ehrlich sagen, nach einem Match ist man meistens sehr emotional und sehr stark in diesem Geschehen drinnen und nicht rational. Man verliert da auch relativ schnell den Überblick, was ist passiert, wie ist das passiert, etc. Und einige sprechen ja auch ganz gerne dem Gerstensaft zu, und deswegen habe ich nicht so eine gute Erfahrung gemacht, nach dem Match auch mit den Fans zu sprechen, um da eben Emotionen einzufangen. Ich finde es besser, wenn man das rein aus unserer Situation heraus sieht, und das, glaube ich, ist schon mal sehr, sehr toll, dass man da auch dokumentarisch sieht, wie wir ein Match gestalten, wie wir das leben und so weiter. Also ja, werden wir vielleicht einmal auch so ein, also geplant ist noch ein Jahresrückblick, ein Fangespräch, Jahresrückblick, wo ihr euch einbringt. Und ich möchte gerne, dass ihr eure Meinungen hier auf meinem Kanal sagt. Und zwar macht ihr bitte ein kurzes Video mit dem Handy von euch, indem ihr mir etwas sagt, was euch gefällt, was nicht, eure Meinungen dazu abgebt. Nehme ich auch ganz gerne Komplimente. Also bringt euch da bitte ein, macht ein kurzes Video von euch oder schreibt mir eben hier auf den Kanälen und sagt mir einfach etwas, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel die Musik hier ist gefragt von Federbaum 68, steht immer unten in den Beschreibungen. Auch YouTube macht das selber, was ich schon mitgekriegt habe. Das heißt, selbst wenn ich es beschrifte, steht es unten noch einmal von YouTube. Also die sind ganz gut aufgeklärt, was die Musik und woher die Musik kommt. Ich habe hier einen Kanal, der Gratis-Musik zur Verfügung stellt, speziell eben für Videos in alle Richtungen, und das ist mittlerweile auch ein großer Teil meiner Vorbereitungen für die Videos, Musik auszusuchen, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist viel Zeit, da reingesteckt wird, um eben passende Musik für diese Emotionen oder für diese emotionalen Videos zu finden. Und wenn ich das nicht tue, das heißt, Musik mir irgendwo anders fladert, dann dreht mir beinhart YouTube das Video ab. Also es ist mir ein einziges Mal passiert, da habe ich, glaube ich, 4 Sekunden von Yellow Submarine von den Beatles reingespielt, und das Video war weg.
Ja, die haben ein beinhartes Video weggedreht und da stand dann drunter, ja, Copyright-Verletzung. Und da musste ich wieder die Musik rausnehmen. Oder YouTube hat dann auch die Musik rausgenommen aus dem Video und dann hört man halt an den 4 Sekunden nichts und dann habe ich es wieder online stellen können. Also das ist ziemlich, aber ist auch fair. Das ist eben Copyright, das sind Urheberrechte und die dürfen einfach nicht verletzt werden. Und das ist bei Filmen genauso wie bei Fotos. Im Internet wird das leider Gottes oftmals ein bisschen locker gesehen, aber YouTube ist da recht rigoros und finde ich auch fair. Ja, dann war auch die Frage, wie viel Zeit stecke ich in diese Videos hinein? Also, ja, kriegt es ja mit. Ich drehe meistens kurz vor dem Match etwas, während dem Match und danach gibt es auch noch eine Abmoderation, wo ich noch ein bisschen was erzähle. Und schneiden, ganz unterschiedlich. Also 4-5 Stunden sitze ich mindestens an einem Video, vor allem wenn es so viele Schnitte hintereinander sind und das wie ein Puzzle zusammen montieren und dann wird das ganze Video auch noch editiert und die Musik bzw. der Ton wird auch noch aufbereitet. Also ja, 4-6 Stunden manchmal steckt in so ein Video drinnen und macht mir riesen Spaß, aber ich lerne immer noch was Neues dazu. Ich habe erst im Jänner begonnen, das heißt erst von knapp 10, 10,5 Monaten habe ich erst begonnen, überhaupt Videos zu schneiden, Videos zu drehen und bin recht stolz, dass schon einiges weitergegangen ist. Auch die Ausrüstung hat sich da ein bisschen verbessert. Da gab es auch die Frage, wie viel kostet meine Ausrüstung? Ganz schwere Frage. Also ich habe das jetzt so Stück und Stück nachgekauft, alles Kamera und jetzt noch eine zweite Kamera und Objektive und Lichter und Ton, weil Ton ist mir wahnsinnig wichtig, dass auch wirklich das gut rüberkommt und ja, steckt sicher so an 2.500 bis 3.000 Euro drinnen, kann man sagen. Ja, mittlerweile. Also Urlaub gab es heuer keinen, auch letztes Jahr nicht. Da steckt alles hier in der Ausrüstung drinnen. Aber wie gesagt, das macht mir Riesenspaß. Und wenn es euch gefällt, dann umso mehr. Und wie gesagt, gebt mir einen Daumen rauf, wenn es euch gefällt, meine Videos. Und ja, wie gesagt, macht mir Riesenspaß und geht auch einiges weiter. Also ja. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ganz schwer zu sagen. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen im letzten Video erzählt, ein wenig so eine Flockenmüdigkeit hat sich bei mir eingeschlichen. Auch sehe ich bei euch, dass ihr nicht mehr jedes Video liked und anschaut und so weiter. Und das ist ein Auftrag an mich, hier auch ein bisschen zu verändern und hier auch anzupassen. Aber wie gesagt, ich brauche natürlich eure Meinungen dazu, dass ich weiß, was würde euch noch interessieren und da wäre es natürlich toll, wenn ihr euch da ein bisschen mehr einbringt und mir halt erzählt, ja, was euch gefällt. Am liebsten natürlich, wenn ihr euch natürlich auch noch filmen lässt oder wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr einbringt. Danke an den Krimi, der jetzt mit Unterwegs im Abseits auch einen wichtigen Part übernommen hat bei Kammern Vienna. Ich habe noch geplant so eine Gesprächsrunde, das würde mich auch sehr interessieren, dass so das vergangene Jahr ein bisschen reflektiert wird mit Leuten, die mehr das Spiel beobachten, mehr Leute, die halt die Fans in Vordergrund stellen und so weiter und da vielleicht mal so eine Gesamtmeinung hat mit 4, 5 Leuten und ja, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das noch dieses Jahr funktioniert, damit wir sozusagen das, die vergangene Saison, die war nicht schlecht an Abwechslungen, ein bisschen Revue passieren lassen und auch da ja, ein bisschen mal schauen, was es so an Ideen gibt, wie man sozusagen auch die Zukunft gestaltet und auch ein bisschen die Meinungen hört über den Verein. Denn, ja, ihr kennt meine Meinung über den Verein. Es ist nicht alles glatt, was da gelaufen ist. Ganz klar, am letzten Jahr, 2017, ist die Existenz der Vienna an des Messers Schneider gestanden. Es war an der Kippe, dass der Verein in den Konkurs schlittert und dann hätte es auch keine Vienna mehr gegeben. Nach 123 Jahren hätten die auf der Hohen Warte das Licht abgedreht und das war's. Wenn ich Manager wäre und ich muss so eine Firma übernehmen oder ich will so eine Firma übernehmen und schaue in die Bücher hinein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da diese Zahlen gelesen hätte, ich hätte den Kran über die Klippe gefahren und hätte gesagt, Leute, da ist nichts mehr zu machen, das lassen wir es gut sein, gründen wir eine neue Vienna mit 2018 und arbeiten uns sozusagen wieder an die Spitze. Und deswegen von mir an die Vereinsführung und an die Geschäftsführung ein ganz großes Plus und ein ganz großes Lob, dass sie sich dieser Aufgabe, dieser Mammutaufgabe, das kann ich mir vorstellen, angenommen haben und ja, es geschäftlich geschafft haben, die Firma Vienna sozusagen wieder ins Positive zu bringen und das
das Geschäft sozusagen am Laufen zu halten. Und ja, es sind danach vielleicht die einen oder anderen Fehler gemacht worden, aus Unerfahrung oder aus mangelnder Erfahrung oder aus Unwissenheit, ganz egal. Es kann jedem passieren, vergessen einen Namen auf einen Zettel oder einen Computer zu schreiben. Es kann jedem passieren, dass man glaubt, man könnte das anders bewerkstelligen, und dann hat es uns natürlich statt in die Wiener Liga, in die Wiener Liga 2 runtergerasselt. Ja, mein Gott, ist halt so. Wir haben schon ganz andere Dinge überlebt, und es ist mal wichtig, dass eben das Geschäft rennt. Vielleicht war es auch gar nicht schlecht, damit hat sich auch die Firma Wiener oder auch dieser ganze Verein Wiener besser stabilisieren können. Meine Kritik kennt ihr, ich bin mit der Kommunikation vom Verein zum Fan nicht ganz zufrieden. Mich hat einmal jemand gefragt, was willst du überhaupt? Und ich habe darauf gesagt, mehr. Ja, ich bin Fan in jedem Bereich. Mich interessiert das Fanleben genauso wie der Verein. Man muss auch dazu sagen, die Wiener, das ist eben ein Kreis an Menschen, nicht nur die Spieler, der Vereinsvorstand, der Nachwuchs. Es sind eben auch alle, und wenn der Verein absteigt, steigen wir alle ab. Und das ist nicht schlimm, weil wir werden auch zu den Auswärtsfahrten, wir werden auch auf jeden Platz kommen und unseren Verein unterstützen. Nur es wäre halt gut, wenn das halt kommunikativer geschieht. Wenn das auf Augenhöhe geschehen würde, das wäre einfach wunderschön. Wenn der Verein sagen würde, ja, da haben wir etwas falsch gemacht. Ja, da ist etwas schief gegangen. Das ist mir halt passiert. Na, was soll der Fan sagen? Ja, natürlich ist er traurig und wird man eine Meinung abgeben, aber im Endeffekt akzeptiert man es eher. Wenn man es von auswärts hört, ja, von irgendwelchen Leuten, die mit dem Verein vielleicht überhaupt nichts zu tun haben und die aber auch nur ein Viertelwissen haben, dann entsteht ein Schneeballeffekt, der nicht gut ist. Und ich finde das einfach gut, wenn der Verein von sich heraus einfach etwas sagt. Nicht reden und nicht, ja, wir machen eh und es ist eh und gibt's eine Ruhe, sondern halt etwas sagt, so ist es Fakt, so das wollen wir gern machen. Wir reden mit den Fans auf Augenhöhe, in den Social Medias. Das reicht. Das würde schon vollkommen ausreichen. Was ist mit den Vienna News, ja, wo der Geschäftsführung sich präsentiert hat, beziehungsweise die Ideen und Vorhaben präsentiert haben? Schade. Ich habe schon lange keine mehr gesehen und finde ich traurig, finde ich schade, dass das halt auch nicht stärker forciert wird. Es kostet nicht viel Zeit und Energie und bringt sehr viel. Bringt dem Wiener Fan sehr viel, und das ist ein großer Vertrauensaufbau zueinander und würde dem Verein aller lang und langfristig sehr, sehr helfen. Und das fände ich super notwendig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht anders handhaben, wenn ich oben wäre. Und es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn es da, was weiß ich, Medienbeauftragte gibt, die halt mit den Fans dann auch reden und sagen, was wollt ihr, was interessiert euch, was können wir euch bieten. Einmal den Leuten auch zuhören. Vielleicht gibt es da auch ganz gute Ideen. Oder was haltet ihr davon, dass wir das und das machen? Und dann sagt der Fan, ja, super, oder finde ich nicht so toll und so weiter. Und dann kann man direkt und zielgerecht arbeiten. Ja, dass man etwas falsch macht oder dass etwas schief geht, ja, kann passieren. Aber wenn man gar nichts macht und immer nur sagt, ja, ja, wir machen eh, und dann passiert nicht wirklich etwas, es ist alles sehr halbherzig, oder dann gibt man ein bisschen was und ja. Wie gesagt, finde ich nicht gut, Medien auftreten finde ich nicht besonders spannend, ja, für die WL2 ist es sicherlich ausreichend und gut, aber für den Wiener Fan, der halt auch schon sehr, sehr lange dabei ist und sehr, sehr emotional dabei ist, und das ist ganz klar bei einem Fußballfan. Wir sind halt nicht die alles logisch durchdenken und gedanklich fortführen und so weiter, sondern es ist halt alles sehr emotional, und das ist uns sehr, sehr wichtig, weil die Wiener oder der Fußball und die Wiener, das ist eben ein Teil unseres oder meines Lebens zumindest, der eben privat und sehr, ja, ausgelebte Emotion ist. Und das hat halt wenig mit Berufsleben zu tun. Das ist ein anderer Punkt in meinem Leben, und das unterscheide ich hier eben sehr, sehr stark. Und da ist vielleicht auch manchmal der Unterschied, dass man sagt, ja, wir machen eh viel, und dann ist es für uns nicht offensichtlich, was geschieht. Ja. Ja, meine Lieben, das war's. Bitte schreibt mir etwas unten in die Kommentare, wenn euch etwas interessiert. Auch Lob nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Bitte schaut auch oben auf den Link über das Fotobuch, wie es da ausschaut. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr euch da auch ein bisschen einbringt.
Ja, schaut auf den sozialen Medien vorbei, schaut auf Twitter, Facebook, auf Instagram oder Google Plus vorbei. Und sonst hoffe ich, dass wir uns bald recht zahlreich bei den nächsten Matches noch sehen. Und bis dahin, Carmen Vienna.